Wir haben so viele. Du bist gestorben und hast ein paar Gegenstände verloren. Ich wollte gerade sagen, wo bin ich? Oh, Kacke. Warte mal. Bin ich jetzt eigentlich auf dem Standpunkt? Wir haben noch Gold. Ich bin verwirrt. Welchen Speicherstand nimmt der denn? Weil wir sind voll... Wir haben getrunken? Warte mal, haben wir... Was hatten wir zuletzt? Die mobile Fahrzeugstation ist auch drin. Oh, die Seemotte will ich unbedingt noch haben. Ja, okay, wenn wir hier jetzt unsere Kabel haben. Das Glas. Ich glaube, dann habe ich da erstmal kein Problem mit. Gut, dann haben wir vielleicht einmal Gold verloren, aber das... Das können wir verkraften. So, die ist leer. Nächste. Die ist auch leer. Die ist nicht leer. Gut, jetzt haben wir wieder 100%. Ab dafür. Oh, ich hoffe, wir finden das Teil wieder. Hey, Glubschi, springst mir entgegen? Hui. Wir spielen Flipper. Flipper. Ey, ich finde die Höhle doch nie wieder. Kacke. Also so viel zu der Orientierung, die man hier unter Wasser haben kann. Eigentlich gar keine. Hauptsache, man findet wieder zur Notkapsel zurück. Aber ich bin doch grob in diese Richtung, oder? Genau, vielleicht ein bisschen näher dran war ich, meine ich. Ja, aha. Waren wir irgendwo hier? Weil hier ist das so... Doch, Moment mal, da waren wir, ne? Ich glaube schon. Depth 90 meters, leading to an unknown environmental biome. Eine Höhle? Krasser Scheiß. Ich will die Seemotte haben. Ich kann da doch mit dem Teil nicht rein. Salzablagerung, ja, so ein Mörtel-Ding haben wir noch nicht. Oh, da ist ein Stein. Da ist aber auch ein ganz fieser. Den versuche ich immer zu ignorieren. Der wütet in meinem Territorium. Was blinkt denn da? Was haben wir denn hier? Titan. Achso, was... Wir brauchen... Silbererz und Blei. Ach, ja, okay, wir haben unsere Sachen doch verloren. Kacke. Wir haben gar nichts mehr davon. Ich brauche Sandstein. Und nicht Kalkstein. Kupfererz. So langweilig. Ja, man darf das echt nicht unterschätzen. Man merkt teilweise gar nicht. Coole Beleuchtung. Man merkt teilweise echt nicht, wie tief man doch geschwommen ist. Warte mal, da leuchtet auch was. Nein, Quarz brauchen wir nicht. Du siehst auch nicht nach Sandstein.
Eigentlich brauchen wir die Dinger gar nicht öffnen. Aber es ist immer wie so ein Überraschungsei, Mann. Oh, und wir haben einen neuen Anruf. Leute, ich schwimme doch jetzt nicht hier extra wegen jedem Anruf wieder zurück, ne? 30 Sekunden. Oh, jetzt habe ich es doch gesammelt. Ich will meine Ecke wiederfinden. Huch. Das da vielleicht? Nee, hier ist keine Höhle. Können wir hier was scannen? Bioreaktor! Ja, sind hier wieder die Wale unterwegs? Geil. Da finden wir ja doch schon einiges heute. Zwar nicht die Sachen, die wir... Oder doch die Sachen, die wir brauchen, aber da kratzen wir ja lieber ab, ne? Was bist du denn? Du siehst nach... Ja! Silbererz! Du nicht. Kupfererz. Huh! Ich will unbedingt diese neue Flasche haben. Das sieht noch gut aus. Blei. Wir brauchten zweimal Blei und dreimal Silbererz. Einmal Blei. Ja. Hätten wir das noch von eben, dann sähe es geil aus. Yes. Blei. Zweimal Blei, also nur noch zweimal Silbererz. 30 Sekunden. Oh, die leuchten alle so schön. Ah, hier ist nochmal. Gold. Hä? Ah, da war wieder diese Kackpflanze. Habt ihr die gesehen? Diese Dornenpflanze, wie auf dem Rücken von dem Wal. Die habe ich so im Augenwinkel wahrgenommen. Aber natürlich nicht damit gerechnet, dass sie... Außer da. Na. Da ist sie, die blöde Uschi. So, das da könnte noch Salz sein, oder? Ah, nee, das... Bitte Silber, Silber, Silbererz. Juhu! Nein, nein! 30 Sekunden. Nein! Bleib bei mir. Boah. 30 Sekunden, alle klar. Silbererz, Wo? Da. Bleib bei mir. Nein, wir werden sterben. Nein! Was machst du? Oh. Alter. Ey, heute bin ich ein bisschen bescheuert, ne? Also habt Nachsicht mit mir. Bin so aufgeregt, dass ich auf einmal die ganzen Zutaten hier finde. Oh, wie geil. Da sind sie. Das heißt, ich könnte so ein Ding theoretisch an meinen Goldnugget da dran machen und das wird nach oben transportiert werden, oder wie? Eigentlich ganz praktisch. Da muss ich nicht... Obwohl...
Dann musst du ja trotzdem hinschwimmen. Die schwimmen halt nur oben an der Oberfläche. So, mal gucken, ob wir jetzt alles zusammen haben und ob ich mir alles richtig durchgelesen habe. Ups. Gut, die Nachricht hören wir uns gleich an. Ich will jetzt erstmal... nein, persönlich, Werkzeug. Auch nicht. So. Stopp. Ich brauche 4-mal Titan auf der Hand. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich kann ja davon eins benutzen. Und das trinken. Dann packe ich das rüber und das. Guck mal, die Batterien sind leer. Die auch. So, jetzt habe ich 4-mal Titan auf der Hand. Kann ich es jetzt? Standardflasche. Ah, noch 2-mal Glas. So, noch 2-mal Glas. Dann packen wir jetzt erstmal 2-mal Kupfer rüber und 2-mal Glas zu mir. Jetzt muss ich meine Standardtauchflasche 3-mal Titan. Gut, dann machen wir jetzt erstmal die. Inventar voll. Oh, ja. Stimmt sogar. Oh Gott, wie kacke ist das denn? Packen wir das Gold auch mal rüber. Jetzt? Sag mal, wie viele Felder brauchst du denn? Kann man das nicht mal testen? Ich glaube, der braucht zumindest 6 Felder. Komm, weißt du was? Ich schmeiß mal eben hier Kupfererz an raus. So, den haben wir jetzt. Aber jetzt habe ich nur noch 1-mal Titan. Und den Rest haben wir alles nach draußen gepackt. Zumindest nicht in den Behälter. Boah. So, 1, 2, 3. Ich brauche aber 4-mal. Dann packen wir was jetzt weg? Ich kann das ja da reinpacken. So. Wir müssen gleich unbedingt noch schnell einen Fisch zubereiten. Jetzt aber. Das wird so geil. Hat er die jetzt automatisch ausgerüstet? Sekunden Sauerstoff. Und das sind 30. Oh, ich sehe da ein nächstes großes Problem. Dann kann ich ja viel tiefer tauchen und viel mehr erkunden und brauche viel länger nach oben. Das könnte problematisch werden. So, die große Flasche haben wir. Jetzt brauchen wir 2-mal Bleiwar für die Plattform der Basis. Das war mit dem Teil.
Boah, da fehlt jetzt auch noch zweimal Titan. Ihr wollt mich doch verarschen hier. Na gut, dass wir nicht alles weggeschmissen haben. Ja. Wo, wie, was? Kann ich das jetzt hier so mitten ins... Okay. Machen wir einfach mal. Konstruieren. Yay, wir haben ein Fundament. Warum auch immer das jetzt halb im Wasser steht, ich weiß es nicht. Aber hey, keiner ist perfekt, ne? Wir werden es doch herausfinden. So, das Fundament haben wir jetzt auch mal gemacht. Und jetzt wollte ich noch den Kompass. Habe ich Kupfererz? Ich glaube, das habe ich alles wieder weggepackt, ne? Nicht hier rein. Da haben wir zumindest zweimal. Und Silbererz haben wir eh noch auf der Hand. Dafür den Kompass. Ach, warte mal. Ach nee, ich brauche ja zweimal das Kupferdraht. Den Kupferdraht. Da, den hatte ich ja extra schon vorbereitet. Immer noch nicht? Ah nee, ich muss ja vorher den Kabel... Das ist ein klein bisschen kompliziert, aber wir schaffen das schon. Jetzt aber. Was? Kreis, Lauf, Tauch, Gerät. Spart Sauerstoff beim Tieftauchen. Emergency. Starvation imminent. Seek calorie intake immediately. Ja. Okay. Wir suchen uns schnell einen Fisch. Den Rest gucken wir uns gleich an. Dann packen wir auch mal weg. Ach komm, so einen kleinen Glubschi. Wo war er denn jetzt? Nee, das war so ein... komischer Lochfisch. Kann man dich auch essen? Dich hatten wir doch, glaube ich, schon mal, ne? Jetzt! Danke. Der Boomerangse. Hau doch nie ab. Tut er doch. Lass uns den Pirscher essen. Yummy, yummy. Ja komm, Glubschi, da musst du leider leiden. Es tut mir leid. Aber wir haben... Gut! Umgeh! So. Essen fassen. So. Erstmal happy, happy. Ja, was haben wir auch nicht mehr? Meine Güte, also... Was war da jetzt? Wir haben den Kompass integriert, habe ich gerade... Ah, da oben! Guckt euch das mal an, bei der Meteranzahl. Das ist ja geil. Energie. Ist das unsere Energie hier? Oh. Ja, dann sollten wir die Nachrichten vielleicht mal abhören, bevor wir keine Energie mehr haben. This is Sunbeam. You know Aurora. We're from a little transgov on the far side of Andromeda. And we have a saying there. There's no bad without the good. No good without the bad. Sounds like you tasted a bunch of the former. But that only means you're overdue a whole lot of the latter.
might just be we're in. We're scanning for somewhere to park. We'll be in touch when we find it. Sunbeam out. Du sprichst schneller, als übersetzt wird. Weißt du das? Gut. Ja, ich glaube, wir müssen noch mal auf Nahrungssuche gehen. Das wird mir zu heikel, wenn wir gleich wieder losschwimmen. Oh, wieso kann ich euch nicht nehmen? Ihr seid alle viel zu klein. Klein und niedlich. Wo sind denn die Großen hier? Die Erwachsenen. Na, du kannst nicht ewig wegschwimmen. Oh, ist das geil mit der neuen Flasche. Na. Ich glaube, ich nenne die Folge Verfolgungsjagd mit Glubschis. Und das ist irgendwie mein Lieblingswort des Jahres, merke ich, seitdem ich dieses Spiel spiele. Oh, geil. Da musste ich doch gleich mal einen Screenshot machen. Ach komm, dann nehmen wir noch einen von euch mit und einen von... Na! Die sind ganz schön wendig, die ganzen Viecher. So, jetzt haben wir da auch schon eine Plattform stehen. Können wir auch später mal gucken, was wir da drauf bauen können. Aber ich möchte ja auch irgendwo noch diese Seemotte finden. Also da fehlen mir ja noch Teile zu. Ich glaube, wir müssen gleich noch mal zu Aurora. So, das ist für das kleine Fresschen zwischendurch. Sag mal, wie viel habe ich eigentlich gesammelt? Wir werden nicht viel sammeln können, weil wir alles voller Essen und Trinken haben. So, komm, einen essen wir noch. Zwei. So, Medipacks sollten wir auch genug haben. Ich guck mal eben, ob wir noch ein, zwei Sachen ablegen können. Auf jeden Fall das Gold. Und die Spulen brauchen wir ja gerade auch nicht. Aber was ich interessant fand, Moment mal, das, was hier aufgeblinkt ist. Kreislauftauchgerät. Dazu brauchen wir einen Kabelsatz und Fasergewebe. Warte mal, Fasergewebe hatten wir doch, ne? Hier. Und der Kabelsatz war 2x Silbererz. Ich hasse Silbererz. Nun gut, ich packe das wieder zurück. Wenn wir wieder zurückkommen, dann können wir hoffentlich das Teil machen. Einmal kurz. Ah nee, speichern noch nicht. Ich brauche ja noch Wasser. Jetzt ist hier wieder Disco-Zeit. Schön, dass ihr nachts nicht ganz so aktiv seid. So, das reicht. Ich will ja meinen Gleiter nicht zu sehr beanspruchen. Deswegen schwimme ich hier in der Gegend auch viel so rum. Oh, das Ding braucht auch Energie. Ja. Energie waren diese komischen Quallen und war das Kupfererz? Warte mal.
Energiezelle, Batterie, Kupfererz, Säurepilz. Energiezelle müssten wir doch nachher eigentlich auch da einbauen können, oder? Ansonsten haben wir eventuell ein Problem. Nun gut. Und wenn wir dann zu wenig Inventarplatz haben, dann trinken wir uns doch ein Wässerchen. Wobei ich mir das erste jetzt schon mal reinzwirbel. Sieht das geil aus. Jo, dann wollen wir mal die restlichen Teile finden. Oh, wir haben eine Base. Eine Base in dem Sinne, dass wir keine Base haben, sondern nur einen Untergrund. Aber wir haben ihn. Das gefällt mir. Oh. Ja, die Pirscher, die sammeln. Und das sieht so geil aus. Boah, ich sehe nichts. So, eigentlich ist es immer schlecht, wenn man bei Nacht unterwegs ist, oder? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr ganz so sicher, ob das eine gute Idee war. Warum kann man hier nachts eigentlich nicht schlafen? Ich glaube, ich halte das demnächst so, dass ich nachts wirklich alles vorbereite mit Essen und Trinken für den nächsten Tag. Weil bei 3 bin ich doch gleich weg von diesem komischen Monstervieh. Das sehe ich doch noch nicht mal. War da noch so ein Sandstein? Nein, das ist nur Kalkstein. So, 29 Meter Tiefe, das dürfte... Standardzeug, also die Standardwerte sein, die wir sonst auch immer grob haben. Da dürfen wir keine Probleme beim Auftauchen kriegen. Da oben liegt, glaube ich, noch was. Der hört sich gar nicht gut an. Kann es bitte wieder hell werden? Kann ich bitte die Seemotte finden? Also das Vieh gruselt mich ja schon ein bisschen. Vor allen Dingen, weil man das meistens erst so spät sieht. Die beiden Teile haben wir, glaube ich, ne? 30 Sekunden. Oh, es wird Tag. Oh, ist das schön. Oh, das ist nicht schön. Achso, ich wollte ja eben... das hier rausschmeißen. War natürlich der perfekte Moment wieder mit den Pflanzen hier. Oh, da kommen die Götter. Oh! Verdammte Scheiße. Ah! Oh. Kackvieh! Oh. Ich sag doch, das schleicht sich immer an.